Wir sind ein privater Ausbilder. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch um das Marketing, das heißt das Anwerben von Studenten kümmern. Und Games scheint ein sehr beliebtes, ein beliebter Bereich zu sein einfach heutzutage. Ja. Die Studenten finden das anscheinend interessanter als zum Beispiel trockene theoretische Materie, weil sie eben Games direkt spielen und ausprobieren können. Und natürlich auch Erfahrung damit haben, das kann man auch nicht ganz verschweigen. Ja. Wenn praktisch Studenten kreativ etwas umsetzen müssen, natürlich, da geht es in dem Studiengang genau darum, Game Art zum Beispiel, Game Art in 3D, das ist ein Studiengang, der natürlich auf Animation basiert, das heißt, die Studenten müssen natürlich erstmal technisch lernen, wie so eine Software technisch funktioniert, wie das umzusetzen ist, Rigging, dann die Bewegungsabläufe und so weiter, aber das Spielelement oder wie kreativ das Spiel hinterher ist, das können sie natürlich selber bestimmen. Da hängt es von der Idee ab, da hängt es vom kreativen Geist ab, das macht jeder Student selbst. Ja. Also ich habe im Talk auch erwähnt, dass ich Code Literacy eigentlich zu eng finde von der traditionellen Definition her. Oder traditionell ist ja auch nur ein paar Jahre alt eigentlich der Begriff, aber finde ich jetzt schon zu eng. Wenn man nur Code, also mit Code auch tatsächlich Programmiersprachen meint, dann finde ich es zu eng. Weil Studenten, die Programmiersprachen lernen, nicht unbedingt besser spielen können. Das war ja die Fragestellung. Das Spielen an sich hat eher was mit der Kreativität zu tun. Also das heißt, wie löse ich Probleme? Programmieren ist ja eher logisches Denken. Wie kann ich ein Problem mit Variable XY irgendwie verändern, dass ich dann auf den Lösungsansatz komme? Und das hat eigentlich mit Code, Programmieren, in dem Sinn der Definition Code Literacy nicht so viel zu tun. Da finde ich dann das Kreative, wie mache ich das Spiel interessanter und so weiter, viel wichtiger. Und da kommen dann auch ganz andere Elemente rein, die wir im Talk hatten. Zum Beispiel, wie gehe ich richtig mit Facebook um? Wie verstehe ich das Internet zum Beispiel? All das sehe ich dann eher als Digital Literacy. Das heißt, man lernt das Lesen und Schreiben von digitalen Inhalten. Genau.